ist da, dann mache ich es. Checken wir nochmal. Habe ich es überhaupt an hier? Ich habe es an. Okay. Dann machen wir es ohne. Okay. Auf jeden Fall, Fabi gehört zu meiner Fangemeinde, freut sich. Hast du mich jetzt? Okay, super. Freut sich auf seine Taufe beim Open-Air-Gottesdienst in Welle, ja. Wir werden, ja. Und werden nach dem Gottesdienst noch die letzten Unterrichtsinhalte für Täuflinge dann nochmal durchgehen, einfach das Ducken üben, damit das auch alles gut funktioniert. Dennis, wenn es dir möglich ist, nochmal über den Beamer nochmal die letzte Folie zu der Ukraine-Spende, wollte ich gerne nochmal, auch wenn das alles schon dort stand, ihr habt mehrere Möglichkeiten zusätzlich zu der Kollekte nach der Predigt, die wir ja für unsere generellen Ein- und Ausgaben auch nutzen werden, dass ihr aber das auf unserer Website, auf der CCT-Stiftungskonto einen Betrag überweisen könnt, wenn ihr einfach das Stichwort Ukraine mit angibt, dann wird das weitergeleitet an die christliche Mediastiftung oder ihr geht direkt auf die Website der christliche Mediastiftung und könnt dort auch spenden. Ihr habt die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst noch über EC-Karte das zu machen. Und wer bar dabei hat und sagt, das will ich aber loswerden, habe ich noch mal ein paar rote Umschläge dort hingelegt, auch im Foyer. Dann könnt ihr das noch mal da reintun und dann auch noch mal mit eurem Namen versehen, damit ihr dann auch dafür eine Spendenbescheinigung bekommen könnt. Also das noch mal, dass das getrennt ist von unserem Kollekte später. Das ist direkt dann auf die jeweiligen Konten dann kommt. Vielen herzlichen Dank für eure Großzügigkeit und auch Hugo, dass du dich nochmal eingesetzt hast für die Menschen in der Ukraine. Ja, wir als Gemeinde haben immer wieder Predigtserien hier, die wir nicht nur einmal halten, sondern der Vorteil ist, dass wir auch diese Predigtserien als Idee oder auch die Inhalte und die Themen weitergeben können an andere Kirchen und Gemeinden, die vielleicht in ihren Leitungsteams wenig Zeit haben, Sachen so auszuarbeiten oder vielleicht gar nicht so auf bestimmte Themen kommen. Und so habe ich auch so einiges mitgenommen in der anderen Wirkungsstätte, wo ich gerade bin, in der Friedenskirche in Buchholz. Und so habe ich mal eine Predigtserie geklaut, die hieß Klimawandel. Könnt ihr euch erinnern an die Predigtserie Klimawandel? Das ist ein paar Jahre her. Die haben wir hier gehabt. Nun habe ich die einfach mal mit rübergenommen und geteilt mit zwei, drei anderen Sprechern. Und habe dann auch nochmal im Rahmen dieser Serie in Buchholz eine Predigt ausgearbeitet, die möchte ich einfach mit euch auch heute hier teilen. Ich fange einfach mit den Gedanken von Klimawandel an, da geht es gar nicht um den Klimawandel generell, wie wir es so aus den Medien kennen, sondern es geht um den Klimawandel auch, sag ich mal so, in unserem Umgang miteinander. Und da haben wir einige Sonntage darüber nachgedacht und haben festgestellt, dass es ein Klima gibt in allen Arten von Beziehungen, die wir haben. Ob es auf der Arbeitsstelle ist, da gibt es ein gewisses Klima. Ob es in der Nachbarschaft ist, da gibt es auch ein gewisses Klima. Ob es in dem familiären Rahmen, es gibt da auch ein bisschen ein bestimmtes Klima. In Betrieben oder in Fußballmannschaften oder wo auch immer gibt es Klima. Und dann hat es natürlich diese verschiedenen Arten von Klimaarten oder auch Wetter, sage ich mal, ob es stürmisch und wechselhaft ist oder ob es sonnig und warm ist, ob es frostig kalt ist, ob es Nebel und neblig trüb ist oder heiter und wolkig. Je nachdem könntest du vielleicht in welchem Bereich auch immer ungefähr sagen, okay, da sieht es so aus, da sieht es so aus, da sieht es so aus. Und es gibt einen Grundsatz, dass das Klima
die Vorhersage bestimmt. Das heißt, man könnte sagen, in der Nachbarschaft, wenn es ein gewisses Klima von Misstrauen gibt oder ein Klima von argwöhnisch beobachten, ob jemand schon seine Mülltonne rausgebracht hat, zu früh oder zu spät, ob der Rasen auch richtig geschnitten ist, ob auch dann die Hecke noch auf meiner Seite ist. Wenn so ein Klima herrscht, ist die Vorhersage, das knallt öfters. Oder ein Anwalt wird eingeschaltet oder was auch immer. Ja? Aber wenn ein Klima irgendwo im Betrieb vielleicht auch von Vertrauen und von der Bereitschaft, dem anderen tatsächlich Erfolg zu gönnen oder ein Klima von Lob und Anerkennung, ein Klima von Feedback, dann kann man die Vorhersage machen, dass dort in diesem Kontext es sonnig, warm, freundlich ist. Das heißt, jedes Beziehungsgeflecht, das wir haben, hat ein Klima und das Klima bestimmt die Vorhersage. Aber nicht nur wir haben ein Klima in einem Beziehungsgeflecht, sondern ich glaube, dass auch jeder von uns in sich selbst ein Klima trägt. Und ich habe es mal mit diesem Bild, das einfach so ein geniales Bild ist, das so viel aussagt, dass jeder von uns sozusagen auch seine Welt sieht, wie man ist. Also hier haben wir Nashorn, sieht wunderbare Landschaften und immer ist sein Horn zu sehen. Er interpretiert so seine Welt mit diesem Horn. Es ist egal, wo er sich hindreht, sein Horn ist da und spielt damit rein. Nun, es ist schön, wenn dein Horn eine positive Haltung ist gegenüber Menschen, dass du einen Vertrauensvorschuss gibst. Dieses Horn ist schön. Weil so werden auch deine Beziehungen, dein Umgang, dein Umfeld sich auch entsprechend mit diesem positiven Horn auch entwickeln. Weil du wirst Positives, das Gute festhalten. Aber man könnte auch auf die Hörner der negativen Seite sehen. Was siehst du, wenn du deinen Blick nach draußen schaust? Was siehst du in Menschen? Was erwartest du von Menschen? Was ist dort bei dir zu finden? Das heißt, dieses Horn und dieses Klima ist in uns. Und die Frage ist, kennst du dein eigenes Klima? Kennst du deinen eigenen, das Horn, ja? Das hört sich immer gleich an für mich. Also 50-50, ich muss beim Predigen immer einfach, okay, dann ist es halt das Esel. Zu Weihnachten hatte ich mal gehabt, so. Und seitdem werden meine Töchter mich immer mit das Esel aufziehen, ja. Bei mir hört sich das alles gleich an. Aber kennst du dein Horn? Ich glaube, Pastor Cornelius hat das hier mal erwähnt, ein Buch, das ihn auch sehr geholfen hat und auch ein Bestseller eigentlich. Das ist von Daniel Goleman. Heißt emotionale Intelligenz, also nicht IQ, also Intelligenzquotient, sondern das emotionale Quotient. Das heißt, wie hoch ist deine emotionale Fähigkeit, dich selber, dein Umfeld wahrzunehmen und die Dinge, die letztendlich gerade in Interaktion miteinander, mit Menschen zu tun hat. Und er sagt, oder die Beschreibung ist, emotionale Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle korrekt wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. Schon ein hoher Satz hier, korrekt wahrzunehmen. Aber immerhin wahrzunehmen, einzuordnen, auszuwerten, zu bewerten und damit auch umzugehen. Und er spricht davon, dass es wichtig ist, und er hat so sein Buch so aufgeteilt in diesen Aspekten, es ist wichtig, seine eigenen Emotionen zu kennen. Sag ich mal, das Verstehen des eigenen Verhaltens und der eigenen Antriebe. Das zweite ist, die Emotionen beeinflussen, das heißt, deine Gefühle so handzuhaben, dass sie der Situation angemessen sind.
statt zu dramatisieren oder zu verharmlosen. Und dazu gehört die Fähigkeit, Gefühle und Situationen angemessen zu handhaben, sich selbst zu beruhigen, Gefühle der Angst und Gereiztheit, Enttäuschung oder Kränkung abzuschwächen und positive Gefühle zu verstärken. Oder dann spricht er als Drittes über die Emotionen, die man ja dann hat und bewertet, dann in die Tat umzusetzen, also Emotionen so zu beeinflussen, dass sie bei der Erreichung von Zielen dann auch tatsächlich helfen. Und dann spricht er von Empathie, also ein Mensch, der erkennt, was andere fühlen, kann viel früher die oftmals versteckten Signale im Verhalten anderer erkennen und herausfinden, was sie brauchen oder wollen. Und dann fünftens spricht er davon, den Umgang dann in oder mit Beziehungen, die Fähigkeit dann Beziehungen zu gestalten. Und Goleman ist der Überzeugung, dass gerade auch in Betrieben oder in Vereinen oder wo auch immer, dass wenn man eine hohe emotionale Intelligenz besitzt, das heißt eine gesunde Wahrnehmung hat von sich selbst und auch das, was da draußen mit den Beziehungen Menschen und in der Atmosphäre des Miteinanders auch geschieht, das entscheidet über Erfolg oder über Gelingen und Erfolg oder Nicht-Erfolg. Und während ich das jetzt so gerade beschreibe, kommen natürlich alle bei uns allen die Menschen in den Sinn, die dieses EQ nicht so stark haben. Ja? Also man hat so den Chef da vor Augen oder den in der Nachbarschaft, ja, der Herbert und wie die alle heißen und die haben. Aber was ist, wenn du diese Person bist? Ja, und ich hatte mal einen Satz gelesen, der hat mich sehr, sehr geprägt und ich habe es oftmals versucht, dann ein bisschen umzusetzen. Das war dieser englische Satz: What's it like to be on the other side of me? Also wie ist es, auf der anderen Seite von mir zu stehen? Also im Grunde, hier steht Andy, hier handelt Andy, hier ist Andy und ich stelle mich einfach mal dahin und beobachte ihn. Und schau mal, was mich nerven würde. Ja? Zum Glück habe ich ja Menschen, wie zum Beispiel Miriam Stegmeier, die lange Zeit mit mir zusammengearbeitet hat und sie hat die Fähigkeit, Feedback zu geben. Sie ist auf der anderen Seite von mir und manchmal hat sie gesagt, du nervst. Ja, oder was auch immer, sie hat gespiegelt sozusagen, aha, okay, so komme ich rüber, also so wirke ich. Ja, und dann ist es diese Fähigkeit, einfach auf der anderen Seite von sich selbst zu stehen, sich selber zu beobachten. Wir haben so eine Übung mal in der Familie gemacht, das ist lange, lange her, der Bibelschullehrer aus dem theologischen Seminar, hilf mir nochmal, der leider verstorben ist, Günther Karcher, der war bei uns zu Hause und da waren die Kids noch ein bisschen zu klein, wenn es so im Teenageralter wäre, wäre es ein besserer Zeitpunkt gewesen, aber er hat uns gesagt, dass sie in der Familie folgendes Spiel mal gespielt haben, jeder in der Familie hatte mal eine andere Rolle übernommen und die haben beim Mittagstisch und für 3-4 Stunden hat jeder die Rolle einer bestimmten Person in der Familie gespielt. Das war sehr, sehr ergiebig. Ja, also, what's it like to be on the other side of me? Also einfach mal sich versuchen, auf die andere Seite deiner eigenen Person mal einfach dich zu beobachten. Ja, das Einfachste, wenn du es nicht weißt, frag andere. Ja, aber einfach, das gehört ein Stück weit dazu. Wir sprechen über Klima, wir sprechen über Selbstwahrnehmung, wir sprechen über unseren Horn. Und letztes Jahr fiel mir ein Buch in die Hände, beziehungsweise ich hatte das von dem Pastor aus der Willow Creek Gemeinde, der lehrende Pastor Steve Carter, gelesen. Ich hatte, glaube ich, mal einen kurzen Podcast von ihm gehört oder eine kurze Predigtausschnitt und kriegte mit, dass er ein Buch geschrieben hat. Und dieses Buch hieß The Thing Beneath the Thing. Also das Ding unterhalb des Dings. Ja?
Und die haben das so schön gemacht, dass sein Name vorher hier war. Und dann musste man erstmal dieses weiße Cover abmachen, um den gesamten Titel dann zu sehen. Und dieser Titel hat mich so fasziniert, weil auch er kurz mal angerissen hat, worüber und warum er dieses Buch geschrieben hat, weil er auch über sich selber nachgedacht hat in einer bestimmten Phase seines Lebens und wollte rausfinden, was das Ding unterhalb das Ding ist. Und was er damit meinte, es ging um die Selbstwahrnehmung, es ging um die emotionale Intelligenz, es ging darum zu wissen, was für ein Klima herrscht in mir. Und er hatte dieses Wort Thing, also Englisch für Ding, ja, und hat dann aus diesem T-H-I-N-G dann jeweils einen Begriff genommen. Er sprach von Triggers, auf Deutsch würde man sagen, die Knöpfe, die unterschiedliche Reaktionen in uns auslösen. Ihr kennt das ja, diesen Knopf drücken. Der kann bei mir echte Knöpfe drücken oder so. Ja? Was sind die Knöpfe, die Trigger, die unterschiedliche Reaktionen in uns auslösen? Und dann das Zweite sagt, was sind die Hideouts, also die Rückzugsorte, die Verstecke, zu denen wir laufen, um den Schmerz zum Beispiel zu entgehen. Und dann sprach er über die sogenannten Insecurities, also die falschen Geschichten, die wir aus Unsicherheit über uns selbst erzählen. Und dann ging er weiter und sagte, was sind die Narrativen, also die Geschichten, die falschen Narrative, die wir dann auch über andere oder über Umstände erzählen. Und dann spricht er natürlich die Tür zu der Veränderung. Er spricht mit G über die Gnade, Grace, der Prozess und die geistliche Kraft, die uns heil, heilig und geistlich gesund macht. Und so habe ich dieses Buch dann gelesen und markiert und habe es mir erstmal schenken lassen. Ist immer eine gute Sache. Und Mutter fragt immer, was kann man dir schenken und so, soll ich überweisen? Ich sage, hier, Amazon. Und dann habe ich das Buch dann, glaube ich, zum Geburtstag gekriegt oder war es Weihnachten. Und ich möchte euch mit reinnehmen in einer Geschichte aus dem alten Teil der Bibel, also dem ersten Teil der Bibel. Wir nennen es das Alte Testament, für die vielleicht jetzt nicht so bibelkundig sind, weil wir glauben, dass auch in diesen alten Schriften, in diesen historischen Schriften des Volkes Gottes, also die Juden, Israel, Gott tatsächlich wirksam gewesen ist und dass er sich auch offenbart hat und auch in diesen alten Geschichten Dinge sind, die wir lernen können. Und ich nehme euch mit in ein Buch der Bibel, das Buch heißt Esther, was interessanterweise in diesem Buch nicht einmal der Name Gottes erwähnt wird. Gott wird nicht erwähnt, aber man weiß um den Kontext, dass es hier um die Menschen gibt, die sich zu Gott halten, der Gott Israels, Jahwe. Und ich starte einfach mal mit einem Bibelvers, den wir finden in Esther Kapitel 3, Vers 15. Dazu komme ich gleich nochmal in dem Kontext, wo dieser Satz gekommen ist. Und während die Menschen in der ganzen Stadt in heller Aufregung waren, hielten der König und Haman ein Trinkgelage ab. Jetzt steigen wir einfach in die Geschichte rein. Einige wissen schon, was für eine Geschichte ist, was davor passiert ist und was danach passiert ist. Aber einige vielleicht sagen, oh, ja, samstagsabends gibt es auch manchmal Trinkgelage in unserer Nachbarschaft und so. Aber hier ist ein König und ein Mann namens Haman und die haben ein Trinkgelage. Die feiern da irgendwas am Abend, aber die ganze Stadt ist in Aufregung. Was ist der Background dieses Ereignisses? Wir sind im 5. Jahrhundert vor Christus. Der König, der hier erwähnt wird, ist der persische König Xerxes. Sein Großvater, der König Kyros der Große, war sehr, sehr bekannt und auch sehr, sehr erfolgreich und auch mächtig. Und dieser König Kyros war in seinem Wesen sehr tolerant. Die Völker damals haben ja Völker erobert aufgrund von Macht und
Kriege und Ähnliches. Und dieser König hat aber nicht alles platt gemacht, hat die Kulturen nicht zerstört, sondern hat einfach nur das Persische Reich ausgebreitet und ließ die einzelnen Völker mit ihren Religionen und mit ihren Kulturen bestehen. Sie durften das Leben, was sie ausmachte. Wichtig war nur, dass sie ihre Steuern zahlten, dass Frieden im Land war und dass sie diesem König auch letztendlich auch ihre Unterordnung signalisiert haben. Also er war tolerant und hat auch das Volk der Juden, die auch in Persien verstreut waren, ja, durch die Verschleppung damals, ihnen Rechte gewährt und auch ermächtigt. Aber nun erlaubt oder ordnet der Enkelsohn, also der König Xerxes, ordnet nun an ein Massengenozid. Wir sind jetzt in unserer Zeit nicht weit von solchen Ereignissen. Ich sage nur Ruanda. Und ja, zum Teil könnte man auch in diesem Bereich von Russland und Ukraine auch sehen, dass da etwas mit Rassen zu tun hat, mit Menschen, wo man sagt, die brauchen wir nicht, die können wir auch ruhig mal beiseite schieben. Also er ordnet einen Massengenozid an im ganzen Persischen Reich, von Ägypten südlich bis in die Türkei, von Äthiopien bis nach Indien, war dieses Reich sehr, sehr groß. Und alle Juden, die dort im Persischen Reich waren, sollten ausgelöscht werden. Und so lesen wir weiter, beziehungsweise wir spulen ein Stück weit zurück. Und darauf sagte Haman zum König und beschreibt einen Umstand, und so ist es bei Beratern, die gehen einfach zum König, der nicht so viel mitkriegt, was im Land ist, und er ist abhängig von solchen Beratern, von solchen Leuten in seinem Hof. Und dieser Haman, der in dem Hof des Königs ist, er sagt, in allen Provinzen deines Reiches leben Angehörige eines Volkes, das sich von den anderen Völkern absondert. Sie haben andere Sitten und Gesetze als die übrigen Völker und widersetzen sich deinen Anordnungen. Ob das so war? Du darfst dir das nicht gefallen lassen und tolerieren. Wenn du es für richtig hältst, dann befiehl durch einen Erlass die Vernichtung dieses Volkes. Dies wird den königlichen Schatzkammern 350 Tonnen Silber einbringen. Da zog der König seinen Siegelring vom Finger, gab ihn Haman, den erbitterten Feind der Juden, und sagte zu ihm, hol dir das Geld dieses Volkes. Und mit den Leuten selbst kannst du tun, was du für richtig hältst. Am 13. Tag des ersten Monats ließ Haman die Schreiber des Königs rufen. Sie mussten genau nach seinen Anweisungen Briefe schreiben, die an den Fürsten des Königs, an die Provinzstatthalter und an die höchsten Beamten der einzelnen Völker gerichtet waren. Jede Volksgruppe sollte das Schreiben in ihrer eigenen Schrift und Sprache erhalten. Die Briefe waren im Namen des Königs verfasst und mit seinem Siegel versehen. Sie lauteten: An einem einzigen Tag, am 13. Tag des 12. Monats, des Monats Adar, sollen alle Juden getötet werden, junge und alte, Kinder und Frauen. Niemand darf überleben, ihr Besitz ist zu beschlagnahmen. Der Erlass sollte dann von Eilboten in alle Provinzen des Reiches gebracht und dort als Gesetz bestätigt werden, damit alle Volksgruppen auf diesem bestimmten Tag vorbereitet waren. Der König befahl den Eilboten, sich schnell auf den Weg zu machen, auch in der Residenz Susa. Das war jetzt nicht Susanne Schacht hier, aber das war Susa, also die Hauptstadt von Assyrien wurde, und damals jetzt Persien, wurde der Erlass veröffentlicht. Und während die Menschen in der ganzen Stadt in heller Aufregung waren, hielten der König und Haman ein Trinkgelage ab. Wir haben also hier Haman, der Xerxes die Toleranz und Freundlichkeit seines Großvaters ganz bewusst vergessen lässt. Und er sagt, dieses Volk der Juden ist anders als unser Volk, sie respektieren dich nicht, die gehorchen dir nicht
und sie sind eine Gefahr für uns. Und hey, es gibt noch einen Vorteil, wenn wir da irgendwie was machen, dann kriegst du noch Geld in deine Staatskassen. Wir sprechen hier übrigens von ungefähr 120.000 Juden, verstreut über das ganze Reich. Und hier wird Kopfgeld praktisch für jeden Juden gelegt. Und ich habe mich gefragt, was würde jemanden dazu bringen, so ein Vorurteil zu streuen? Als wir 2017, glaube ich, waren mit einer Gruppe von Teenagern hier aus dieser Kirchengemeinde in Israel waren, das war so ein Austauschding, und wir waren mit knapp 20 Mädels da, waren ja nur Mädels, irgendwie die Jungs wollten nicht mit, und wir waren dann in dem Yad Vashem, also auch in diesem großen Areal und dann auch in diesem Museum sozusagen, oder Gedenkstätte ist es ja. Und so, man fängt dann an und geht dann durch dieses Yad Vashem. Und so für mich das erste Mal, obwohl ich das irgendwo wusste, habe ich dann das erste Mal in dieser ersten Phase dieses Ganges gesehen, dass als es im Nazireich, also im Dritten Reich, als es anfing, diese Verfolgung der Juden, es war nur ein Vorurteil. Es war einfach ein Gedanke, der gestreut wurde und der aus irgendwo kam, und es war nur ein Vorurteil. Und das hat eine Eigendynamik bekommen. Was würde jemand dazu bringen, so ein Vorurteil zu streuen? Wie tief muss jemand irgendwo gekränkt sein, um so zu handeln? Und was muss in einem Menschen vorgegangen sein, um so ein Genozid anzuzetteln? Welche Trigger, welche Knöpfe sind bei Haman, bei diesem Haman gedrückt worden? Ich würde mal fragen, was war das Ding unterhalb des Dings? Das Ding unter dem Ding. Wir spulen noch weiter zurück. Einige Zeit später gab König Xerxes einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof, immerhin. Er war ein Sohn von Hammedata und Nachkommen von Agag. Bibelkenner hier können mal Agag gucken, da kriegt man ein bisschen Verständnis, wo dieser Mann herstammt. Alle Beamten im Palast waren ihm untergeordnet. Sie mussten sich auf Befehl des Königs vor Haman niederwerfen, wenn er an ihnen vorbeiging. Nur Mordechai verneigte sich nicht vor ihm. Mordechai war ein Jude, auch am Hof des Königs, hatte auch eine gewisse Dienststelle. Und als alle anderen sich hingeworfen haben vor diesem Haman, ich gehe davon aus, dass er es verlangt hat, um nochmal ein bisschen so, haben seine Mitkollegen und andere Beamten gefragt, weshalb widersetzt du dich der Anordnung des Königs? Weil ich Jude bin, antwortete er. Sie ließen ihm keine Ruhe und machten ihm jeden Tag Vorwürfe. Das Wort hier ist, sie versuchten ihn umzustimmen, doch Mordechai hörte nicht auf sie. Also ein paar Kollegen haben gesagt, hey, willst du es wirklich machen, willst du wirklich nicht kommen, du kannst dich äußerlich hinbeugen, musst dich aber nicht innerlich hinbeugen und so, ja. Da meldeten sie es Haman, als er irgendwann mal sagte, nein, ich werde mich nicht beugen, wenn er den Flur entlang kommt, meldeten sie es Haman, um zu sehen, ob er Mordechais Begründung gelten lassen würde. Als Haman erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordechai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, den ich gerade euch erklärt habe, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Was war das Ding unter dem Ding? Was war das Ding unter dem Ding? Wir wissen nicht genau, welche Knöpfe Hamans Reaktion auslöste. Waren es Minderwertigkeitskomplexe, die ihn begleiteten und plagten? Hatte er vielleicht innere Wunden und Lügen,
die Hamans Ängste und die Haman zu Hamans Ängste und Sicherheiten führten? Welcher innerer Stolz ist da wohl verletzt worden? Also Knöpfe. Wird uns nicht berichtet, aber irgendein Knopf wurde gedrückt. Und dieser Knopf war: Da beugt sich jemand nicht meinem Befehl. Was waren Hamans Rückzugsorte, um seinen Schmerz zu entgehen, um irgendwie damit klarzukommen? War es sich vielleicht beim König einzuschleimen und Macht auszuüben? Und welche Narrative, also welche falschen Geschichten hat er kreiert? Grausame Geschichten über andere, nur weil jemand sich nicht vor ihm beugen wollte. Wir sehen hier, dass hier einige ein Ding ist, das unter dem lag, was er äußerlich tat. Nun, nur weil jemand dir die Hand nicht gibt, wirst du keinen Mordkomplott schmieden. Und nur weil jemand dich, vielleicht dein Chef, dich übersehen hat, wirst du nicht sein Auto anzünden. Und nur weil jemand anders in deiner Firma befördert worden ist, wirst du nicht das Bürogebäude in die Luft sprengen. So drastisch wirst du es wahrscheinlich nicht tun. Aber ich glaube, dass wir alle Knöpfe haben, dass wir alle irgendwo Trigger haben, dass wir alle irgendwo vergangene Erlebnisse oder Verletzungen erlebt haben und Wunden noch in uns haben, die dann hochkommen. Dass wir alle irgendwo ein inneres Klima haben, das die Vorhersage bestimmt. Und deswegen gilt es für uns, für dich, einfach mal die wahrzunehmen. Das bedeutet sicherlich mal einfach zur Ruhe zu kommen oder einfach mal zu analysieren und sie mal zu identifizieren. Nun habe ich das Vorrecht gehabt, ein Buch zu lesen, und das ist auf Englisch, leider gibt es noch nicht auf Deutsch, und habe dann natürlich durch die Beispiele, die Steve Carter hier gebracht hat, er hat mehrere Sachen von sich erzählt, dann hat er von Masken erzählt, die es so gibt, die wir so über uns aufziehen und so. Da gibt's, hat er eine ganze Kapitel dann über verschiedene Orte, wo wir uns hin, also zurückziehen, unsere Verstecke, wo wir ja, uns irgendwie trösten oder unsere Wunden lecken oder was auch immer. Das Leben ist sehr vielfältig. Wir sind als Menschen sehr, sehr unterschiedlich, aber es gilt manchmal, da einen Punkt zu finden, um sich selber zu reflektieren. Und wenn du es selber vielleicht nicht weißt, ist es sicherlich manchmal ratsam oder auch hilfreich. Es ist immer hilfreich, wenn du Menschen hast, die dich lieben und die dich kennen und die auch noch es wagen zu sagen, du, darf ich dir mal Feedback geben? Ja, jetzt nicht, wie du Klavier gespielt hast oder Feedback vielleicht, wie du dich anziehst oder so, sondern einfach mal zu bestimmten Muster, zu bestimmten Reaktionen, zu bestimmten was auch immer. Und das tut erstmal weh. Und nicht jeder will da vielleicht diesen Feedback geben. Das ist, da musst du irgendwie erstmal Feedback einladen und zu sagen, hey, magst du mal beschreiben, wie es ist, auf der anderen Seite von mir zu sein? Der Selbstanalyse-Typ Mensch, der kann das schnell aufschreiben oder kann das relativ gut lokalisieren, aber nicht jeder kann es oder will es, weil wir ja unseren Horn haben. Und an den haben wir uns gewöhnt, seit Kindheit an vielleicht. Und alles, was wir sehen, ist unser Horn, der war immer da. Und da gilt es manchmal, hier Feedback einzuladen. Feedback aber auch von Gott einzuladen. Ich glaube, es war ja der König David, der, ich glaube, im Psalm 139, ganz am Ende dieses längeren Psalms, das erstmal mit Lob beginnt: Gott, du kennst mich, du hast mich geschaffen, du hast mich gewoben, schon im Mutterleib, und
Du hast einen Plan für mich und du bist wunderbar und deine Gedanken über mich sind so vielfältig und du liebst mich und was auch immer. Und dann am Ende hin kommt er sagen, und Gott, ich möchte, dass du mich scannst, dass du mich einfach, ja, prüfe mein Herz. Also check, klopfe mal hier so ab, wo sind Dinge, die ich nicht sehe. Das ist eine Lebenshaltung. Wir haben einen Dienst in dieser Gemeinde, ich möchte es nochmal einfach empfehlen auch, der nennt sich Sozo, das ist ein Seelsorge-Gebetsdienst, wo ein Team von Menschen in einer sehr feinen Art und Weise dich leiten in einem Art Gebet, wo du Jesus gegenüber Fragen stellst, wo du dich reflektieren kannst in einem geschützten, vertraulichen Rahmen und wo vielleicht Dinge, die du vielleicht nicht siehst, dass Gott sie dir offenbart, Augen öffnet, Zusammenhänge gibt. Und ich höre so viel Gutes auch von Menschen, die einfach diesen Dienst besuchen und einen Prozess gehen. Ich möchte euch ermutigen, Miriam, die hier vorne war, kann auch da mehrere Informationen geben. Oder wir haben, glaube ich, nächste Woche gibt es eine stille Woche oder in Landhaus Salem, ganz hier in der Nähe. Lutz und Sabine, würdet ihr mal kurz aufstehen, Lutz und Sabine Jagusch ganz hinten und dort, da sind sicherlich noch ein paar Plätze frei, wo ein paar Tage ihr euch zurückzieht mit einem Team von Mitarbeitern und auch so ein Wochenende oder so eine Woche ist eine Möglichkeit, einfach mal zu reflektieren in der Schönheit unserer Nordheide. Ich belasse es dabei. Wir haben hier ein Negativbeispiel von einem Trigger, von einem Menschen, der getrieben war. Wenn man auch in die politische Landschaft schaut, in der Weltgeschichte, wie viele Diktatoren, wie viele Kriege, wie viele Konflikte entstehen nicht, weil irgendeine Grenze falsch gezogen worden ist. Nicht, weil die mehr Öl haben und die anderen das. Da sind Herzensdinge, da sind Dinge unter dem Ding. Unter den sogenannten Gründen gibt es etwas Tieferes, wo ein Nationalstolz verletzt ist. Und viele in diesem Volk haben diesen Stolz und der ist überall verletzt. Und vielleicht auch, wenn sie es nicht wissen, dann kommt einer und sagt, euer Stolz ist verletzt und wir müssen uns verteidigen und wir müssen den anderen und wir müssen und wir müssen. Und dann kommt was hoch, das geschieht in Religionen, das geschieht in verschiedenen Kulturen und Ideologien, das geschieht im Sandkasten von einem Kindergarten, das geschieht in der Firma, weil hier drin Dinge sind, die Gnade brauchen, Heilung brauchen. Und die Frage ist natürlich für alle, die die Bibel nicht kennen, wie ist denn diese Geschichte ausgegangen? Nun, wer da ein schönes Video schauen möchte, der geht auf die Website oder wo auch immer, Bibelprojekt. Das ist eine der besten Websites, wo man kompakt einfach wissen kann, wie ist das Buch Esther aufgebaut? Meine Tochter, die diese Predigt in Buchholz gehört hatte, die wusste die Geschichte von Esther nicht. Nur, dass das um Persiens Next Topmodel ging. Also die Schönheiten des Landes wurden gebracht und so. Sie kannte so ein paar Streiflichter, aber dass die Geschichte hinter dieser Geschichte und wie das ausging und wie Esther da überhaupt gelandet ist und wer Mordechai war, das war ja der Onkel von Esther und so, das habe ich dann nach dem Gottesdienst, habe ich gesagt, hier ist das Video, schau dir das an, ding, 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 ding,
wusste sie jetzt, wie die Geschichte von Esther ist auch wirklich schön aufgebaut. Also es ist symmetrisch. Ja, mit drei Festen von Esther und so. Also wunderbar. Bibelprojekt. Ja, notieren und anschauen, das Buch Esther. Esther ist die Nichte von Mordechai. Sie über Umwegen kommt hier und gewinnt dieses Wettbewerb Persiens Next Topmodel, sprich sie wurde Königin. Und weil sie im Hof des Königs war, hatte sie die Möglichkeit, mit diesem König zu kommunizieren. Sie konnte über einen Weg diesen Erlass rückgängig machen. Na, rückgängig ging nicht. Sie hat ihn ermöglicht, einen neuen Erlass zu erlassen. Und für alle, die schon mal wissen, dass es ein Fest gibt, die Juden feiern, ist es das Fest Purim. Und das Fest Purim ist letztendlich die Erinnerung, dass das Volk verschont worden ist. Das Klima bestimmt die Vorhersage. Kennst du dein eigenes Klima? Was ist das Ding unterhalb deiner Reaktion? Und das Beste ist, wenn wir, und jetzt bräuchte ich ein bisschen Musik, das Beste ist, wenn wir zu Gott gehen. Denn ich kann dir nicht sagen, was dein Ding ist unter dem Ding, weil dein Leben einzigartig ist. Wir alle haben unsere Kapitel, unsere Erlebnisse. Und viele von euch in diesem Raum, ihr habt schon über die Jahre Gnade bekommen. In den Knöpfen, in den Rückzugsorten, in den Narrativen, in den Unsicherheiten eures Herzens, weil ihr Jesus kennengelernt habt. Und ich möchte jeden, der Jesus noch nicht kennt, du zu Hause zuschaust, du hier mitgebracht worden bist und Gott ist für dich auch so ein Trigger, was der alles bei dir auslöst, was jemand verloren, was für jemand gebetet, der krank war. Du verstehst das nicht. Du hast Verluste erlebt. Christen haben dich wehgetan, bist enttäuscht worden. All das hat irgendwie mit diesem Gott zu tun. Und du sagst, ich bin ziemlich skeptisch gekommen heute Morgen. Ich möchte dich einladen. Ja, Gott versteht das. Und er wusste um die Trigger unseres Herzens. Und er hätte auch beleidigt sein können, weil er hat gesagt, ich habe doch euch eine gute Welt geschaffen, aber ihr wolltet nicht mit mir. Ihr habt eure eigenen Gesetze gemacht, ihr habt euch unabhängig gemacht, Unabhängigkeitserklärung gemacht und schon im Garten Eden gab es schon die ersten Trigger. Ja, nach dem Garten Eden gab es schon die nächsten Trigger. Da bringt ein Bruder einen Bruder um, einfach aufgrund von verletztem Stolz und Enttäuschung und was auch immer. Fängt schon ganz früh an. Und die ganze Weltgeschichte hat damit zu tun, dass Gott gesehen hat, wir sind verletzte Menschen, wir alle tragen diese Dinge unter dem Ding. Aber Gott hat sich nicht einfach abgewandt und gesagt, macht euer Ding, Mensch, sondern er hat gesagt, ich möchte das wenden. Ich möchte einen neuen Erlass jetzt erlassen. Ich bin doch der König. Und ihr habt euch unabhängig gemacht. Ich möchte wieder meine Hand ausstrecken. Und ich möchte mich wieder neu zu euch wenden. Denn ich möchte dieses Ding unter dem Ding behandeln. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, also wenn das die Motivation Gottes ist, ich könnte mir vorstellen, mich neu auf ihn einzulassen. Ja, tu das. Du brauchst vielleicht noch einen inneren Weg, aber weißt du, wer dieser Gott ist und wie der aussieht und wie der handelt? Schau dir Jesus an. Er ist die vollkommene Spiegelung Gottes. Wenn du Jesus gesehen hast und wenn du liest, wie Jesus war, wie er mit den Ausgestoßenen umgegangen ist, wie er mit den Gescheiterten umgegangen ist, wie er mit denen umgegangen ist, die hilflos waren, leprakrank und was auch immer, er hat einfach Gutes getan. Er hat in seiner Klarheit und in seiner Gnade war er so attraktiv, Menschen sind zu ihm gekommen.
Also lass mal Gott und schau dir Jesus an. Wenn du Jesus gesehen hast, dann wirst du Gott, deinen Vater, erkennen. Und ich möchte dich einladen, einfach vielleicht mit einem inneren Gebet zu sagen, Gott, da sind die Dinger, sind etliche, die eruptieren in der Firma, die eruptieren in der Ehe, die eruptieren, wenn ich mit meinen Kindern oder mit meinen Kindern zusammen bin und genervt bin. Und ich möchte einfach, dass du kommst und ich lade dich ein, behandle die Dinge, gib mir die Gnade, bring mich auf den Weg der Heilung. Und wenn du soweit bist innerlich, vielleicht kannst du einfach dieses Gebet sprechen. Jesus, ich möchte mich auf dich einlassen. Jesus, ich möchte dir vertrauen. Gott, ich lade dich ein, mich zu behandeln. Mit diesem einfachen Gebet des Herzens sagt Jesus, wer sich mir naht, dem nahe ich mich. Vielleicht hast du jemanden in dieser Kirchengemeinde, der ein Freund ist oder ein Bekannter ist. Vielleicht magst du mit der Person mal sprechen, zu sagen, du, ich hab dieses erste Gebet gesprochen, ich möchte mich neu auf Jesus einlassen. Und dein Freund, deine Freundin, deine Bekannte wird dich einfach den nächsten Schritt nehmen. Ich lade uns ein, aufzustehen. Alle, die wir hier sind, denn auch ihr habt, wir haben das Wort Gottes gehört und vieles ist bekannt für den einen oder anderen, aber vielleicht ist es heute ein reifer Zeitpunkt, dass du diese Wahrheit nochmal anders verpackt gehört hast. Und ich möchte dich einladen, einfach heute Morgen Jesus eine Antwort zu geben. Und dazu hat Betty ein Lied ausgesucht. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Das kann dein Gebet sein, es kann deine Einladung sein zu Jesus. Und wenn du nach dem Gottesdienst das irgendwie konkret machen möchtest, auf der linken Seite von dir ist ein Kreuz und da werden Gebetshelfer sein und die sind bereit, mit dir zu beten, um dein Anliegen, deine Knöpfe, deine Rückzugsorte, deine Verstecke einfach vor Gott zu bringen und für dich zu beten. Amen.